Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns mal ein Holstermodell an, beziehungsweise zwei, und zwar von ABA. ABA, das ist die Firma American Body Armor und der Name ist eigentlich auch schon Programm. ABA ist so ein Vorreiter in der Herstellung von Schutzwesten und zwar haben die schon 1969 damit angefangen und ganz viel im Bereich der Schutzwesten geschaffen und erschaffen und waren da ihrer Zeit damals weit voraus. Irgendwann hat die Firma American Body Armor auch die Firma Elevated Urban Operations übernommen und hat da dann auch ein bisschen mehr im Nachhinein von der taktischen Linie übernommen und dann auch taktische Ausrüstung produziert. Hier haben wir zwei Holster und zwar einmal die Version in Oliv und einmal die Version in Schwarz. Es gibt auch noch Woodland, habe ich auf jeden Fall gesehen. Andere Farben gibt es noch ein bisschen seltener. Die haben auch mal Six Color Desert verarbeitet. Ob es davon Holster gibt, weiß ich so aber gerade nicht. Wo finden wir diese Holster? Gerade die Olive-Version findet man unter anderem bei italienischen Elite-Einheiten. Zum anderen bei den Navy Seals. Da ziemlich lange getragen und wir sehen auch noch Ausläufer davon im Global War on Terror, dass diese Holster noch genutzt werden. Und aber auch bei den deutschen Kampfschwimmern. Und da gehe ich mal wieder davon aus, dass durch die Zusammenarbeit mit den Navy Seals man da so ein bisschen getauscht hat oder was abgeguckt hat und sich da dann was gekauft hat. Die schwarze Version sieht man primär bei der Air Force und zwar da bei Einheiten der STS, Special Tactics Squadron und bei anderen Einheiten wie den CCT, JTACs, PJs, die nicht direkt zum STS gehören, aber in ihrer eigenen Verwendung unterwegs sind, dass da Sätze ausgegeben wurden. Da kommt auch genau das schwarze Modell her. Dieses stammt aus einem Satz. Ich habe irgendwann mal einen vollzähligen, nagelneuen bekommen, beziehungsweise soweit ich weiß vollzähligen, aber den stelle ich nochmal an einem anderen Punkt vor. Die Holster unterscheiden sich ein bisschen. Das kann ein bisschen damit zu tun haben, dass die unterschiedlich alt sind. Hier sind schon andere Materialien verbaut und auch ein paar andere Features. Die Features können natürlich auch daran liegen, dass es ein bisschen so gewünscht war von der bestellenden Einheit, eben in dem Fall STS. Dieses Holster ist 1990 datiert, diese Version leider nicht. Ich gehe aber davon aus, dass diese Version ein bisschen älter ist. Zum anderen werden die schwarzen Teile dann auch noch genutzt bei den Nightstalkern. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein Referenzbild, wo man das Holster sieht von einem Crewmember. Ich meine, an einem anderen Bein trägt er auch noch das Legrig für M4 Magazine, ist aber nicht so gut ersichtlich. Und zum anderen werden diese oder Teile aus dieser Ausrüstung später dann noch bei der Air Force Security eingesetzt, hier speziell beim SRT, beim Special Response Team, die so ein bisschen mehr so einen polizeilichen SWAT, im deutschen SEK Aufgabenbereich haben und quasi so solche Aufträge halt in der Base etc. durchführen. Da gibt es einige sehr schöne Referenzfotos von, blende ich auch mal mit ein. Dann schauen wir uns die Holster mal im Detail an. Was ich noch dazu sagen wollte, die Seals haben natürlich damals ihre M9 Beretta, die ja nur sehr kurz quasi in Dienst war und dann durch die P226 ersetzt wurde, die haben die beiden mitgeführt oder die beiden Versionen wurden in diesen Holster mitgeführt und ansonsten haben wir noch zum Beispiel bei der Air Force Security, die halt auch die Beretta genutzt haben. Hier oben befindet sich die Sicherung. Hier sehen wir auch ganz schön, das ist ordentlich abgerockt. Das Holster wurde gut benutzt. Korrosion ist auch gut zu erkennen. Genau. Und damit wird quasi dieser Bügel gesichert, wie man das auch von diesen ganzen etwas Oldschool-Nylon-Holstern kennt. Hier oben haben wir eine Klettfläche. Da kann denn das Ganze gesichert werden, wenn man das eben nicht braucht. Und ansonsten haben wir noch eine zusätzliche Sicherung. Und bei der wird auch gleich klar, warum das Holster damals so beliebt war. Die Flappe hier oben ist mit Klett gesichert und kann hier eben nochmal mit dem Fast-6-Verschluss zusätzlich gesichert werden. Das war eben für die Navy Seals, für Air Force CCT etc. Sehr gut, weil die Waffe gerade bei Tauchvorgängen oder beim Freifallsprung, Fallschirmsprung etc. so nochmal zusätzlich gesichert werden konnte, denn nach der Landung kann ich das Ganze einfach öffnen, festkletten und habe einen schnelleren Zugriff für die Pistole. Hier oben sehen wir noch die Personalnummer des Soldaten, hier ist auch noch der
Spitzname eingetragen, habe ich aber bei der Recherche nichts zu finden können. Dann sichern wir einmal die Klappe hier oben. Hier unten meine ich natürlich. Hier oben haben wir so einen Streifen, hinter dem auch nochmal Klett sitzt, wo wir durchgreifen können. Und zwar kann hier nochmal zusätzlich eine Doppelpistolen-Magazintasche von American Body Armor angebracht werden. Eine von American Body Armor habe ich leider nicht da, aber ich habe das ähnliche Modell von Blackhawk. Wie gesagt, die haben das Ganze auch mal kopiert. Und zwar kann das halt so am Gürtel befestigt werden oder aber eben durchgeschlauft. Und dann mittels Druckknöpfen oben nochmal fixiert werden. Die Tasche von ABA sieht jetzt minimal anders aus. Ich blende da nochmal ein Bild zu ein, aber an sich ist sie identisch, ne? Also ist nicht der optimale Platz, aber so wurde es damals gemacht. Wir kennen ja auch noch, dass Pistolenmagazine auch am Safari-Lindholzer später noch auf der Seite mitgeführt wurden. Genau. Dann drehen wir das Ganze einmal um. Hier oben haben wir wieder die Befestigung für den Duty Belt, wo er einfach nur durchgeschlauft wird. Die Duty Belts hatten damals auch schon Klett auf der Außenseite. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, das Ganze an das Klett zu drücken, damit ein Verrutschen nicht so einfach ist. Dieses Holster hier hat jetzt kein Label, das haben wir ganz oft bei American Body Armor, aber wir sehen das gleich bei der schwarzen Version nochmal. Ja, hier einfach das Band für die Oberschenkel. Ist auch elastisch, das hier selbst sogar noch minimal, nicht mehr so wie früher, aber ein bisschen. Hier natürlich auch die Sicherung, die ist auch ein bisschen ausgeleiert. Genau, und dann hier einen breiten Fastex-Verschluss, um das Ganze zu öffnen und zu schließen. Ja, das Ganze hier mit Netzmaterial, damit Wasser wieder gut ablaufen kann. Hier ist nochmal zu sehen, wie das Ganze aufgenäht ist. Dadurch, dass sich das dann am Bein anpasst, ist der Holsterbereich hier vorne natürlich ein bisschen freier und drückt halt nicht so auf den Oberschenkel. Also gerade die Waffe drückt dann halt nicht so auf den Oberschenkel. Genau. Nochmal aus allen Seiten. Viel ist natürlich an so einem Holster nicht dran. Jetzt hole ich nochmal das Schwarze dazu. Hier wurden schon ein paar andere Materialien verbaut, wie man sofort sieht. Das hier ist auch noch im Neuzustand, genauso wie der Rest von dem Satz, den ich da bekommen habe. Wir erkennen auch hier die Features von gerade eben wieder. Auch hier oben noch, hier bei dieser Version ist jetzt nicht dieser Einschub für die Magazintasche. Das war bei diesem Modell dann nicht mehr nötig, weil die eine andere Magazintasche mit diesem Satz genutzt haben. Dann haben wir hier noch die Besonderheit, dass die Sicherung im Inneren nicht vernäht ist. Genauso hier vorne kann das Klett entfernt werden und wir können es so verschiedenen Pistolen in der Größe anpassen oder so wie der Nutzer das eben haben möchte. Und das haben wir bei diesem Modell noch nicht. Da ist alles noch fest vernäht. Deswegen ist entweder haben die einfach nur gesagt, okay, wir wollen das so haben, oder es ist einfach echt ein späterer Zeitraum, dass die Version deutlich früher ist. Aber bei American Body Armor bin ich nicht der krasseste Fachmann, den es so gibt. Das wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Ansonsten hier natürlich, wie gesehen, die Sicherungen sind die aber ziemlich identisch. Wir haben ein paar Verstärkungspunkte, die ein bisschen anders sind, aber im Großen und Ganzen das gleiche Holster. Hier oben auch eine Gurtschlaufen, das Klett wieder und hier unten diesmal das Label American Body Armor Made in USA. Und hier haben wir auch einen Fastex-Verschluss, wie bei dem anderen, aber schon ein bisschen moderneren. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.